ganze Erkenntnis ist deshalb so tröstlich, weil wenn man einmal erkannt hat und somit davon lassen kann, dass man die Reproduktionsfähigen sowieso nicht für sich behalten, einnehmen, ausschließlich an sich selber und für sich selber fokussieren und behalten kann, sondern nur innerhalb von Drittveränderungsprojekten sie begleitigen kann oder darf, wenn man das will, wenn man selbst ein Bäcker sein will, der seinen eigenen Sauerteig vermehren will durch Gärung, durch Anschneidung und dann Ausbacken. Man kann sich also sagen, ja gut, ich spiele damit und habe selber ein Begehren, mich zu verändern, mich zu vervollständigen. Nein, das ist falsch, mich durch den Kluftspaltvorgang zu substituieren zu machen durch Folgeprodukte, indem ich mir vielleicht ein patriarchales Phantasma mache von Fortsetzung des Namens oder der Genealogie. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Seit 1890 etwa gibt es keine genealogischen Adelsphantasmen mehr. Der Name spielt nur noch in arabischen Ländern eine Rolle, obwohl alle dort gleich heißen. Also, man kann es dann entweder bleiben lassen oder man kann sagen, gut, ich selbst bin auch ein Weibchen und möchte mich auch irgendwie epigenetisch fortsetzen. Und dann spiele ich Vater und guten Begleiter und Besorger und Versorger an ihrer Seite, aber nicht in einer Spiegelposition, dass sie mir gehört und ich ihr, so wie das Phantasma von Abelard und Heloise am Anfang aussah. Denn das sind nur die ersten Mytheme der pubertären Verliebtheit mit Ausschließlichkeitscharakter, die sich nicht an den Sexualtrieben orientiert, sondern nur an dem erwachenden Neugier und letztlich immer nur noch frühkindliche Anlehnungstriebe sind. Der andere möge endlich das idealtypisch passende Gegenstück zu sein, das die Mutter irgendwann in dem Schreck, Horror, Terror ihrer Infernalität nicht mehr darstellte, ob ihrer Unganzheit und ob ihres danebengehenden tertiären Begehrens aufs opulente Dritte zu